Ja, wir stehen hier an einem, in der Jümmelstraße in Kloppenburg. Hier gibt es einen Schuppenbrand. Wir sind alarmiert worden. Es werden Schuppen 20 Meter lang, vollgepackt mit Holz. Und es brannte im mittleren Abschnitt. Wir sind also von zwei Seiten angefahren. Einmal von der Hofseite, dann einmal noch von der Straßenseite und sind dann von beiden Seiten mit Löschern vorgegangen. Dann haben wir noch die Drehleiter eingesetzt, Wasser von oben, weil ja erst das Dach geöffnet werden musste. Der Schuppen war wirklich voll mit Holz. Die Reste ablöschen, das Holz wird rausgeholt. Das ist entweder, ich weiß es nicht genau, ein Hof oder ein Resthof. Hier steht ein Trecker zur Verfügung, das macht die Arbeit so ein bisschen leichter mit einer großen Schaufel. Dann muss das Holz raus, bis alles abgelöscht ist. Das wird noch eine Zeit lang dauern. Ja, die Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen ist natürlich wirklich hervorragend. Das kann man nicht anders sagen. Ob das Polizei, DRK, die uns immer sanitätsmäßig zur Seite stehen, falls mal irgendwas sein sollte. Gerade so ein Artenschutztrupp ist ja durchaus auch ein bisschen gefährdet, sage ich mal, bei den heißen Temperaturen. Da sind wir wirklich froh, dass das gut klappt. Es gibt auch Einsätze im Moment nicht, da brauchen wir das THW und auch auf die können wir uns immer verlassen. Also das ist eine gute Geschichte, da sind wir sehr froh drum, dass das hier 100%ig läuft.